Über die Via Beuronensis gelangt man von Tübingen am Neckar bis nach Konstanz am Bodensee. Es handelt sich hierbei um 6 verschiedene Jakobswege, die unterschiedlich kombiniert werden können. Die ersten beiden Etappen bilden der Tübinger Jakobsweg. Von Tübingen läuft man über Rottenburg nach Hechingen. Diesen bin ich Ende November letzten Jahres bereits gegangen. Am 1. Januar diesen Jahres sollte es für mich weitergehen, weiter auf dem Weg zum Bodensee. Voller Elan startete ich in das neue Jahr und begab mich auf die nächste Etappe. In Hechingen gibt es 2 Varianten, den Beuroner Jakobsweg und den Hohenzollerischen Jakobsweg. Beide führen bis nach Meßkirch. Ich entschied mich für letzteren. Und so führte mich der Weg von der Oberstadt in die Unterstadt bis hin zum Franziskanerkloster St. Lutzen mit der Wallfahrtskirche. Nach einem kurzen Besuch begab ich mich wieder auf den Weg und ließ die Stadt langsam hinter mir. Der Weg führte mich ein ganzes Stück lang neben einer Bahngleise entlang. Nicht der schönste Weg an sich, jedoch etwas abseits von der Straße. Nach etwa 10 Kilometern kam ich in Jungingen an. Der Plan war, die komplette erste Etappe des Hohenzollerischen Jakobsweges zu gehen, also bis nach Burladingen. Nachdem ich mir einen Stempel in der Pfarrkirche St. Silvester geholt hatte, entschied ich mich, aufgrund starker Schmerzen abzubrechen. Nach wochenlanger Schonung versuchte ich es nun am 12. März erneut und startete in Jungingen, um den Rest der ersten Etappe zu beenden. Leider führte der Weg bis zum nächsten Dörfchen größtenteils direkt neben der Straße entlang. Von Ruhe und Entspannung war hier nichts zu spüren. In Killa angelangt, führte mich der Weg recht schnell immer bergauf. Sobald ich das Dörfchen verließ, begann nun der schönste Teil dieser Etappe. Es ging zwar weiterhin relativ steil bergauf, doch drang ich hier wieder mehr in die Natur ein, weg von Zivilisation und Straßenlärm. Dummerweise bog ich an einer Kreuzung falsch ab und lief ein ganzes Stück lang in die falsche Richtung. Und obwohl mein Bauchgefühl mir mehrmals sagte, ich solle umdrehen, tat ich dies erst nach einer gefühlten Ewigkeit. Hätte ich doch vorher einfach mal in meinen Wanderführer geschaut, darum habe ich ihn doch eigentlich mit. Zurück auf dem richtigen Weg war es nicht mehr weit bis Ringingen.
Sobald man das Dorf hinter sich lässt, kann man einen kleinen Abstecher zu einer Burgruine machen, die Burg Hohenringingen. Da auf dem Boden Absperrbänder lagen und ich nicht sicher war, ob diese nicht jemand einfach abgemacht hatte, bin ich auch nicht weiter hoch. So begab ich mich wieder auf den Weg, welcher mich nach kurzer Zeit auf dem Asphalt wieder in den Wald hineinbrachte. Es war ein angenehmer Weg zum Gehen, welcher allerdings parallel zur Straße verläuft. Gefallen hat mir das persönlich nicht so sonderlich. Ehrlich gesagt war ich froh, als ich in Bullading ankam.